Ja, ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz. Am 32. Spieltag treten die Schanzer bei der TSG 1899 Hoffenheim an und freuen sich auf diese Begegnung, Ralf. Wie steht es denn ums Personal aktuell? Wie stellst du die Mannschaft auf diese Begegnung ein? Bitteschön. Ja, hallo. Erstmal, wir haben leider Gottes unter der Woche, also schon im Spielersatztraining mit Max Christiansen, einen Spieler zu beklagen, der sich schwer verletzt hat. Das tut uns sehr weh, weil Max wahrscheinlich den Rest der Saison ausfallen wird. Hat sich das Sprunggelenk, Sinusmoseband angerissen und deswegen wird er wahrscheinlich kein Spiel mehr machen in der Saison. Geht ihm zwar schon besser wieder, aber Saison ist ja nicht mehr so lange. Das ist bitter natürlich für ihn, ist in einem Zweikampf passiert um einen Ball und dann hat man relativ schnell gemerkt, dass es was Schlimmeres ist und deswegen fällt Max aus. Romain ist ja gesperrt bei Jarry und ansonsten haben wir alle Mann an Bord, bis auf Danilo Langzeit verletzt und haben heute ja versucht uns ein bisschen auf den Gegner einzustellen. Wir haben einen schweren Gegner vor der Brust, für den es um sehr, sehr viel geht. Der durch den Wechsel zum neuen Trainer ja, sich da hinten super rausgearbeitet hat. Ich glaube, sie haben einen unglaublichen Punkteschnitt jetzt mit dem neuen Trainer zu verzeichnen. Spielen sehr variabel, sind schwer auszurechnen. Und trotzdem haben wir versucht, uns ein bisschen was zurechtzulegen. Wir haben ja zuletzt auswärts nicht gerade Bäume ausgerissen mit unserer Leistung, mit unseren Auftreten, haben nicht so viele Punkte mitgenommen wie vielleicht zum Beginn der Saison, wo wir auswärts wirklich stabil und stark waren. Und deswegen wäre es, glaube ich, auch an der Zeit, auch mal wieder zu zeigen, dass wir in der Lage sind, auswärts Siegersgesicht aufzuziehen. Das würde ich mir wünschen. Wir haben noch zwei Auswärtsspiele jetzt in Hoffenheim und danach gegen Leverkusen und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir da noch mal zeigen, dass wir auch in der Lage sind, auswärts zu punkten. Und deswegen fahren wir mit diesem Vorsatz dann eigentlich auch nach Hoffenheim, um da unbedingt was mitzunehmen. Vielen Dank, Ralf. Ihre Fragen, kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikrofon. Bitteschön. Flo Bauer, Sky News HD, macht den Anfang. Aber nur, weil keiner will. Bitteschön. Trainer, Sie sind so eine Art Galionsfigur hier geworden. Eine total harmonische Beziehung. Wie schwer ist Ihnen das selbst gefallen, Harald Gärtner und Thomas Linke vor zwei Tagen zu kommunizieren, dass es Sie aus Ingolstadt wegzieht? Ja, ich habe ja schon im Vorfeld, glaube ich, ein bisschen vorgebaut, was da alles dahinter steckt. Und wenn man so eine Entscheidung trifft, wie schwer die einem fällt. Es war in der Tat nicht einfach. Ich war dann auch froh, dass es draußen war. Und noch schwerer fand ich es aber, mich dann vor die Mannschaft zu stellen und ihr zu sagen, dass ich das Angebot nicht annehme und dass ich im Sommer den Verein verlassen werde. Und weil man natürlich fast 3 Jahre vor diesen Jungs fast tagtäglich gestanden hat und mit ihnen gearbeitet hat, viel Spaß gehabt hat. Und ich habe mich einfach noch nicht verabschiedet, aber bedankt einfach für diese tolle Zeit jetzt schon. Und ich habe ja in Wahrheit alles Ihnen zu verdanken, was in diesen 3 Jahren passiert ist, dass Sie den ganzen Müll, den ich Ihnen erzählt habe, so gut umgesetzt haben, dass Sie so erfolgreich Fußball gespielt haben. Das war natürlich nicht zu erwarten, aber das war kein einfacher Moment, das ist keine Frage. Und es ist auch wahrscheinlich die letzten Wochen nicht leicht. Es werden noch viele emotionale Momente kommen für mich. Aber ich merke jetzt schon, was für ein besonderer Verein der FC Ingolstadt ist, wenn ich sehe, wie ich mit den Verantwortlichen hier umgehe und wie ich auch den Zuspruch der Fans jetzt schon bekomme, muss ich sagen, ich habe mich nicht darin getäuscht, in was für einen besonderen Verein ich arbeiten durfte, fast 3 Jahre. Und ich freue mich schon auf diese letzten Momente, weil sie sollen in gewisser Weise eine Krönung sein für all das, was wir in diesen fast 3 Jahren zusammen geschafft haben. Das hat diese Geschichte einfach verdient und genau so soll es dann auch sein, wie ich finde. Wie hat die Mannschaft denn reagiert? Wie war der Moment?
Ja, sie haben zugehört und dann habe ich es relativ abrupt abgebrochen. Dann haben sie kurz applaudiert und dann sind wir zum Training raus. Dankeschön, Flo Bauer. Gibt es denn weitere Fragen? Max Wessing, Bild München, bitte. Es ist ja kein großes Geheimnis mehr, dass es sich bei Ihrem neuen Verein um RB Leipzig handeln wird. Können Sie hier und jetzt denn versprechen, dem Verein FC Ingolstadt, dass Sie keine Spieler mitnehmen und die Spieler hier lassen, die Leistungsträger? Der Verein ist noch nicht bestätigt und deswegen werde ich das auch nicht vorgreifen. Alles Weitere, mit allem Weiteren beschäftige ich mich auch im Moment nicht, solange diese Geschichte noch nicht zu 100% abgehandelt ist. Solange werde ich über diesen Transfer auch nichts sagen in der Hinsicht, weil es gebührt auch den Respekt vor den verhandelnden Parteien, dass das erstmal alles geklärt sein muss. Harald Kaiser, Kicker, bitteschön. Ralf, wenn du sagst, du hast der Mannschaft gesagt, du wirst den Verein verlassen, der Gedanke, dass sich die beiden Vereine nicht einigen könnten, den gibt es nicht in deinem Kopf. Nein, weil ich da einfach unseren Verantwortlichen vertraue und weil ich da genau weiß, dass wir da eine Lösung finden werden, wo es am Ende drei Gewinner gibt. Flo Bauer, Sky News HD, bitte. Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen? Weil Sie ja auch emotional sehr stark an dem Verein hier hängen, wissen, das ganze Umfeld wertzuschätzen, war sicherlich keine einfache Entscheidung. Nein, das habe ich ja schon gesagt. Das hat man ja mir auch, glaube ich, angemerkt. So ein Schauspieler bin ich nicht, dass ich da einfach so drüber hinweggehe. Und dass das nicht leicht fällt, was man hier erlebt hat, einfach so dann aufzugeben, ist ja auch ganz klar. Wieso haben Sie sich dafür entschieden, erst mit der wirklich letzten Entscheidung zu Thomas Linke und Harald Gärtner zu gehen? Also sie quasi wirklich dann vor vollendete Tatsachen zu stellen und nicht vorher schon mit den beiden in den Trialog zu treten? Weil man als Trainer sich irgendwann für eine neue Herausforderung entscheidet. Wie es ein Guardiola tut, der von Bayern München nach England geht, dort wahrscheinlich auch keine so schlechten Verhältnisse hat in München. So entscheidet man sich als Trainer irgendwann für eine neue Herausforderung und genau so war es. Und deswegen reift diese Entscheidung über eine gewisse Zeit und wenn man dann sich sicher ist, dass es der richtige Schritt ist, dann macht man es. Gottfried Sterner, Donaukurier, bitte. Ralf, wann stand denn für dich persönlich die Entscheidung fest? Also wann hast du es für dich entschieden? Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Das war ein Prozess, der hat einfach stattgefunden und irgendwann ist es soweit, dass man sagt, okay, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, vielleicht der Moment, wo es am allerschönsten ist und wo man den Moment vielleicht kaum toppen kann. Und das, finde ich, ist so ein Moment, wenn man dann mit so einem Verein an die Klasse hält und alle Ziele mehr oder weniger, die man sich vor Antreten dieses Jobs gesetzt hat, dann auch irgendwo erreicht fühlt. Das heißt nicht, dass es nicht neue Ziele geben würde, aber irgendwo ist da vielleicht dann der Moment gereift, wo man sagt, ja, jetzt wäre es vielleicht ganz gut. Ich würde gerne nochmal auf die Spieler zurückkommen. Also unabhängig davon, wo du hinwechseln wirst, kannst du ausschließen, dass ein Spieler von Ingolstadt dich begleitet zu deinem neuen Verein? Ich habe mir über, glaube ich schon, oder? Die Frage. Das habe ich schon beantwortet. Ich habe mich dazu jetzt noch nicht zu äußern, weil es noch nicht passiert ist. Da der Vollständigkeit halber, vielleicht es gibt Kontakte zwischen dem Verein und einem potenziellen neuen Verein zum Stand heute des Aussicht des FC Ingolstadt noch. Weitere Fragen gerne auch sportlicher Natur. Nee. Okay, Max Wessing, dennoch, Bild München, bitte. Da kommt jetzt die erste, da bin ich mir sicher. Auf geht's. Auf geht's. Nee, eine letzte noch zu der Thematik. Sie haben eben gesagt, Sie möchten, dass es drei Gewinner gibt. Der FC Ingolstadt wäre ja dann wahrscheinlich ein Gewinner, wenn er dann noch eine dicke Ablöse kassieren würde. Haben Sie Ihrem kommenden Verein schon gesagt und haben Sie ihn darauf hingewiesen, dass Sie ordentlich Geld auf den Tisch legen müssen und fühlen Sie sich auch so ein bisschen verantwortlich dafür, dass der FC Ingolstadt da noch für Sie richtig was einnimmt? Also das ist nicht meine Aufgabe, das zu klären.
das ist die Aufgabe der Vereine und bin mir aber sicher, dass da eine Lösung gefunden wird. Flo Bauer nochmal, Sky News HD, bitteschön. Mit so einer Kamera ist halt schwierig in der ersten Reihe. Ne? Junge, erst, Junge, ja. Junge, was für ein Teil, erzähl mal. Sportlich, glauben Sie, dass die Mannschaft Ihnen jetzt Abschiedsgeschenke macht, also sich nochmal richtig aufreißt, um Ihnen auch einen schönen Abschied zu machen? Weil normalerweise ist ja die Luft raus, wenn man sicher die Klasse gehalten hat, aber ja, jetzt... Aber ich glaube, also wir waren ja schon vor dem Hannover-Spiel so gefühlt gesichert. Und was die Mannschaft da gezeigt hat, mit einem Mann weniger, ich glaube, das beantwortet die Frage am besten. Von wegen, wie wir lassen es irgendwie ausklingen, aber wie wir uns da gewehrt haben, um diesen einen Punkt dann zu holen und mit einem Mann weniger sogar noch 2-0 in Führung gegangen sind, ich glaube, das hat schon... Das zeigt mir einfach auch, was das für eine Truppe ist. Ich muss das ganz klar sagen, es ist... eine Freude, mit den Jungs jeden Tag zu arbeiten, das ist das nach wie vor. Wir haben heute hier im Stadion trainiert, wir haben ein paar Dinge wieder einstudiert. Es ist unfassbar, wie schnell sie alles sofort wieder umsetzen wollen und wie heiß sie auch noch sind. Wir haben ja noch, das darf man nicht vergessen, auch nach Hoffenheim noch zwei super interessante Spiele. Und gegen Mannschaften, für die es um alles geht. Und wir wollen da das Zünglein an der Waage sein. Und ich glaube, wenn die Mannschaft in diesen 3 Jahren, wo ich mit ihr zusammengearbeitet habe, etwas ausgezeichnet hat, dann immer die Tatsache, dass sie nicht mehr braucht als ein Spiel, wo es um 3 Punkte geht am Wochenende, um sich alles abzuverlangen. Um den Fans und unseren Fans vor allem zu zeigen, was mit Leidenschaft, mit Wille, mit Mut alles möglich ist in dieser Liga. Und ich glaube, auf diese Art und Weise haben wir uns unglaublich viel Respekt erarbeitet und deswegen auch diese nicht hoch genug anzurechnende Leistung erbracht in diesem Jahr. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Mannschaft... ja, jetzt nochmal eine Schippe sogar drauflegen wird, um dieses Jahr noch richtig gut zu beenden. Wir haben jetzt 40 Punkte geholt, also gleich viel in der Rückrunde wie in der Hinrunde. Und jetzt wollen wir die Hinrunde nochmal toppen. Und das geht idealerweise, wenn wir aus den letzten 3 Spielen ein paar Punkte mitnehmen. Man darf ja träumen, auch in so einer Situation jetzt. Klassenerhalt ist sicher, man kann jetzt total befreit aufspielen. Das wäre doch ein Denkmal, was Sie setzen könnten, wenn man doch nochmal Richtung Rang 7 hochschielt. Ja, auf alle Fälle wäre es so, dass wir zumindest rein theoretisch noch die Möglichkeit hätten, da reinzurutschen, auch wenn 5 Punkte natürlich in 3 Spielen nicht so leicht aufzuholen sind. Für den FC Ingolstadt gegenüber einem Verein wie, ich glaube, Schalke 04 ist vor uns. Also ich glaube, es wäre schon ein Riesenerfolg, wenn wir diesen einstelligen Tabellenplatz bis zum Schluss verteidigen könnten. Das wäre schon sensationell. Das hätte kein Mensch für möglich gehalten. Und dazu brauchen wir aber auch noch ein paar Punkte. Dazu reichen die 40 wahrscheinlich nicht, weil hinter uns Vereine natürlich dann auch wieder im Kommen sind. Aber es ist die allergrößte Luxussituation, dass wir im Moment in unserem Trainerbüro sitzen und uns null Gedanken über Abstiegskampf machen müssen, ob wir dann nach Mallorca fliegen für 3 Tage ins Trainingslager oder wir können das Trainingslager im Sommer planen, aber wir brauchen uns jetzt keine Gedanken darüber zu machen, was jetzt im Moment notwendig wäre, um unbedingt noch die letzten paar Prozent rauszukitzeln. Und ich glaube, die Situation miterleben zu dürfen als FC Ingolstadt ist etwas, was uns wirklich niemand zugetraut hätte in dem Jahr. 3 Tage Mallorca klingt doch ganz schön. Ja, also unabhängig vom Trainingslager. Trainingslager. Ja, ja. Dritte Halbzeit. Ja. Wenn man es von der Seite betrachtet, warum sind wir da nicht hingeflogen? Jerome Baldowski, NTV, bitteschön. Ja, der Trainerwechsel scheint ja jetzt dann unmittelbar bevorzustehen und ja für Sie ja auch schon beschlossene Sache zu sein. Dadurch mischen sich ja für manche Spieler auch die Karten ein bisschen neu. Merken Sie da Motivationsunterschiede, sage ich mal, weil es gibt ja doch den einen oder anderen Spieler, der wahrscheinlich auch einen anderen Anspruch an sich selbst stellt und vielleicht gerne zu mehr Spielzeiten kommen würde. Woran sollte ich da den Unterschied merken? Irgendwie? Keine Ahnung. Ich sehe bei meinen Jungs generell, dass vor allem die im Moment nicht in der ersten Elf sind, extrem viel Gas geben, weil sie genau wissen, das ist die einzige Chance, dass sie sich in die Mannschaft spielen können. Und ob dann jetzt der Trainer Hasenhüttl da davor steht oder gedanklich irgendjemand anderer, ich glaube, dass das für die Spieler kein großer Unterschied ist. Mhm. Dankeschön. Gibt es denn sonst noch Fragen? Ja, ist gut.
Nicht der Fall, dann ging es tatsächlich flotter als erwartet. Vielen Dank fürs Kommen und ein Grand sehen wir dann am Samstag in Hoffenheim.